Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Na, ich warte mal eben. Wenn Sie sich bitte etwas beeilen mögen mit dem Sitzplatzwechsel, dann können wir nämlich gleich weitermachen. Und alle können sich in Ruhe draußen gerne weiter unterhalten, die nicht hier folgen möchten. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Potenziale nutzen, inklusive Arbeitswelt stärken und zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Volle und wirksame Partizipation von Menschen mit Behinderung und deren Organisationen garantieren. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Na, jetzt sollten Sie es so langsam geschafft haben. Ich eröffne die Aussprache und es beginnt Takis Mehmet Ali für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben über diesen Antrag hier ja schon mal gesprochen und ich hatte schon beim ersten Mal gesagt, dass dieser Antrag grundsätzlich erstmal ein Rundumschlag von zusammengewürfelten Vorschlägen und Forderungen sind, die teilweise ja wortgleich von Verbänden übernommen worden sind, auch mit denselben orthografischen Fehlern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion, wenn ich mich nicht so ganz falsch erinnere, ist das ja so, dass wir sehr lange zusammengearbeitet haben. Ich denke so an das Bundesteilhabegesetz, ich denke an die letzten Jahre. Da fordern Sie jetzt Dinge, wo man sich dann doch so ziemlich wundert, warum das jetzt alles kommt. Im Übrigen auch in der öffentlichen Anhörung ja sehr, sehr interessant war, dass mindestens aus einer Selbstvertretungsorganisation sogar der Vorwand kam, warum Sie ausgerechnet jetzt damit kommen. Das wundert doch ziemlich. Und vor allem die progressiven Punkte, die Sie in Ihrer Forderung haben, zeigt ja schon, dass Sie sehr lange mit uns zusammengearbeitet haben und den Wunsch haben nach sozialdemokratischer Inklusionspolitik. Inhaltlich handelt es sich bei Ihrem Antrag zwar um eine Auflistung konkreter Maßnahmen zur Unterstützung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber wenn man dann doch konkret hinschaut, sieht man überwiegend die Arbeitgeberperspektive. Keiner der 20 Punkte enthält tatsächlich eine Verpflichtung für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die dazu veranlassen, Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz anzubieten. All jene Maßnahmen, welche verbindliche Vorgaben für Unternehmen beinhalten und die Stellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behinderung wirklich stärken würden, werden hier schlicht und ergreifend ausgenommen. Und wenn ich mir dann so Ihren Antrag noch mal genauer angucke, ist es ja so, bei Ihrem Antrag haben Sie ganz viele progressive Forderungen. Ich denke jetzt an unsere Regierungskoalition, an das, was wir gemeinsam mit Bündnis 90, die Grünen, mit der FDP zusammen haben. Muss ich Ihnen sagen, Herr Oellers, da freue ich mich auf Ihre Zustimmungen die ganze Zeit dann in der Zukunft, weil Sie können ja nichts anderes machen, als unseren Anträgen in der Zukunft zuzustimmen, weil dann machen Sie sich erst recht sehr, sehr unglaubwürdig. Aber in diesem Zusammenhang auch vielleicht noch so ein kleiner Exkurs. Ich kann Ihnen auch eine sehr, sehr nette Lektüre anbieten, was Sie unbedingt mal lesen sollten. Die Lektüre heißt Mehr Fortschritt wagen von den Autoren SPD, FDP, FDP, Bündnis 90, die Grünen, auch bekannt als Koalitionsvertrag. Deshalb auch ein paar wichtige Ergänzungen vielleicht, was wir alles noch vorhaben. Wir werden die einheitlichen Ansprechstellen für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber weiterentwickeln. Wir werden echte Teilhabe am Arbeitsleben durch die Einführung der vierten Stufe der Ausgleichsabgabe schaffen und diese Mittel zur Unterstützung und Förderung der Beschäftigung einsetzen und auch einiges im Übrigen ausprobieren müssen. Ich glaube, da werden wir gar nicht drum herum kommen, um auch mal ein paar Projekte zu wagen. Aber ich möchte das ja nicht nur bei Ihrem Antrag belassen. Ich habe mir natürlich auch den Antrag der Linken angeguckt und die Intention mir noch mal genauer durchgelesen. Und Herr Pellmann, es ist ja grundsätzlich so, die Intention Ihres Antrages ist ja wirklich zu würdigen. Aber eins stört mich dann doch ziemlich, und das hatte ich, glaube ich, gestern schon im Ausschuss erwähnt, dass mir da einfach zu wenig Fleisch am Knochen ist.
und dass wir da gerne auch gemeinsam daran arbeiten können, dass da auch mehr Fleisch am Knochen kommen kann, wenn Sie dann künftig unseren Anträgen zustimmen. Sie werden gut sein, keine Sorge. Es ist ja selbstverständlich so, dass wir ja alle uns mehr Partizipation für Menschen mit Behinderung wünschen. Aber in dem Antrag ist halt sehr, sehr wenig Präzision dabei. Und deshalb freue ich mich dann auch, wenn wir dann in gemeinsame Gespräche eingehen und dann auch vieles präzisieren können, um aber auch hier Missverständnissen etwas vorzubeugen. Auch hier empfehle ich, die Lektüre Mehr Fortschritt wagen zu lesen und ein paar Erkenntnisse nochmal, die wir vielleicht auch im Koalitionsvertrag nochmal ausgeführt haben. Wir werden die Mittel des Partizipationsfonds erhöhen und verstetigen. Wir werden auch einen Sprachendienst in einem engen Bundeskompetenzzentrum für Leichte und Gebärdensprache einrichten. Und vom Bundesprogramm Barrierefreiheit hatte ich ja schon mal gesprochen. Und vielleicht noch mal zum Duktus der Inklusion bei uns in der Gemeinschaft. Ich glaube, auch das hatte ich gestern erwähnt gehabt. Wer macht denn die Inklusion? Kommt das aus der Gesellschaft oder machen es immer die Menschen mit Behinderung? Oftmals ist es so, dass die Menschen mit Behinderung immer auf die übrigen Mitglieder der Gesellschaft zugehen müssen. Es sind die Einrichtungen, es sind die sozialen Dienste, es sind die Freunde, die Eltern, die Inklusion machen müssen. Aber zu wenig kommt von den Unternehmen, zu wenig von den Vereinen die Intention, dass Menschen mit Behinderung mitgenommen werden können. Und da müssen wir ganz, ganz viel machen. Und auf der anderen Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es dann so, dann beobachtet man eben auch, was passiert mit diesen Ausgleichsabgabemitteln. Ich gebe Ihnen ein super gutes Beispiel aus Baden-Württemberg. Ich habe mir das noch heute noch mal kommen lassen, damit ich nicht falsches Zeug erzähle. Mache ich ja nicht. Und wenn man sich das näher anguckt, dann werden Mittel der Ausgleichsabgabe beispielsweise dafür eingesetzt, dass 24er Wohnheime gebaut werden. Das muss man sich mal reinziehen. Und dann steht in den Förderbescheiden, also aus Baden-Württemberg, bestes Beispiel, in den Förderbescheiden Wohnheim für WFBM-Beschäftigte, weil sie dann die Argumentation daherleiten, naja, wenn in diesem Wohnheim WFBM-Beschäftigte wohnen, dann kann man ja auch die Ausgleichsabgabe für 24er Wohnheime ausgeben. Und Wohnheime, 24er Wohnheime, bei aller Liebe, das hat nichts mehr mit Selbstbestimmung zu tun in diesem Zeitalter. Sowas gehört weg. Wir werden immer solche Angebote brauchen, aber die Ausgleichsabgabe dafür einzusetzen, das gehört sich nicht. Und vielleicht muss man auch hier darauf hinweisen, Frau Präsidentin, ich bin sofort fertig, darauf hinweisen, dass wir auch noch mal die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes angehen müssen. Und dafür ist es umso wichtiger, weil das Länderangelegenheit ist, dass wir in den Ländern soziale Mehrheiten haben. Umso mehr freue ich mich auf den Sonntag, dass wir mehr soziale Mehrheiten zusammenkriegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja immer eine Anhängerin engagierter Debatten, aber im Moment ist die Tagesordnung jetzt schon bis über 1 Uhr nachts. Also versuchen Sie bitte doch, Ihre Redeheiten einzuhalten. Sie haben ja genug Minuten. Es folgt für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Wilfried Oellers. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Gewiss kennen Sie alle dieses Zitat aus dem Film Forrest Gump, der die persönliche Lebensgeschichte eines Mannes mit einer kognitiven Behinderung erzählt. Ja, die erfolgreiche Geschichte und die erfolgreiche Lebensgeschichte, weil er seine Potenziale nutzen konnte und dabei die entsprechende Unterstützung hatte. Was im Film spielerisch, ja quasi federleicht erscheint, nämlich die berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, bedarf in der Realität gewisser Anstrengungen und stößt nicht auf unwesentliche Hindernisse und Schwierigkeiten. Zum Beispiel vergehen oft Wochen, bis geklärt ist, welche Träger für die Finanzierung von Arbeitsplatzausstattungen und Assistenzen zuständig sind. Und dies, obwohl wir als Gesetzgeber im Bereich inklusiver Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren viele Dinge vorangebracht haben und fraktionsübergreifend auch ähnliche Ziele verfolgen. Dennoch bedarf es weiterer Verbesserungen. Zum einen braucht es eine bessere Unterstützung von Arbeitnehmern mit Behinderung, damit diese sich entsprechend ihrer Stärken und Fähigkeiten am ersten Arbeitsmarkt etablieren können.
Zum anderen bedarf es aber mehr Kooperation, mehr Ansprache der Arbeitgeber, mehr Verzahnung der Förderinstrumente und eine Stärkung der digitalen Teilhabemöglichkeiten. In der vergangenen Legislaturperiode haben wir hierzu die Einrichtungen einheitlicher Ansprechstellen für Arbeitgeber beschlossen. Ziel der trägerübergreifenden Lotsen ist es, Fördermöglichkeiten der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung aufzuzeigen. Damit besagte Ansprechstellen zeitnah aktiv werden können, braucht es aber einen konkreten Zeitplan und eine gute Umsetzungsstrategie. Ich denke aber auch an Rechtssicherheit von Inklusionsbetrieben, zum Beispiel bei der Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für ihre Dienstleistungen und Produkte, bei der Inanspruchnahme von Wirtschaftshilfen, bei der bevorzugten Vergabe an diese Unternehmen durch öffentliche Auftraggeber und bei der notwendig werdenden Angleichung beim Nachteilsausgleich aufgrund der anstehenden Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. In der öffentlichen Anhörung hat die BAG Inklusionsfirmen diese Vorschläge aus unserem Antrag ausdrücklich begrüßt. Denn es läuft noch nicht alles überall so gut wie hier mitten in Berlin, zum Beispiel im neuen Berliner Humboldt-Forum, wo das Inklusionsunternehmen Lebenswelten in einem europaweiten Verfahren die Ausschreibung für den dortigen Gastronomiebetrieb gewonnen hat. Zudem gilt es beim Budget für Arbeit und beim Budget für Ausbildung, die Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern und die Antragstellung zu erleichtern. Und weitere Brücken wie die von uns vorgeschlagenen Außenausbildungsplätze zu bauen, damit Werkstattbeschäftigte den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt auch finden. Mit Blick auf die Werkstattbeschäftigten ist es die es eben nicht auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen, brauchen wir aber auch die Verbesserung der Einkommenssituation aller Werkstattbeschäftigten. Indem das Arbeitsförderungsgeld und nicht der Grundbetrag mit dem Ausbildungsgeld steigt und nicht mehr gedeckelt wird. Schließlich, die Digitalisierung darf vor Menschen mit Behinderungen nicht Halt machen und muss als Chance verstanden werden, damit Menschen mit Behinderungen noch besser auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Wir brauchen daher Förderprogramme für barrierefreie digitale Kompetenzen und die entsprechende Infrastruktur, am ersten Arbeitsmarkt und in außerbetrieblichen Bildungseinrichtungen. Unsere Vorschläge im Antrag Potenziale nutzen, inklusive Arbeitswelt stärken, erhielten von den Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung überaus positive Bewertungen. Unsere Vorschläge bieten eine gute Grundlage, die Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verbessern. Denn es ist für unsere Gesellschaft insgesamt wichtig, dass wir die Potenziale der Menschen mit Behinderung nutzen, so wie Forrest Gump seine Potenziale nutzen konnte. Und damit die Menschen mit Behinderung nicht nur mitten in Berlin, Stichwort Humboldt-Forum, mitten in der Gesellschaft stehen, sondern in ganz Deutschland. Wir werben daher um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und es folgt für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Corinna Rüffer. Ich danke, sehr geehrte Frau Präsidentin und liebe Demokratinnen und Demokraten. Sehr häufig haben Abgeordnete und auch Regierungsvertreter von dieser Stelle aus betont, dass die oberste Prämisse, würde ich sagen, der UN-Behindertenrechtskonvention nichts über uns, ohne uns in diesem Land gilt. Gleichzeitig haben wir sehr häufig erlebt, dass die Praxis des Regierungshandelns dem nicht entsprach. Fristen für die Abgabe von Stellungnahmen zu komplexen Gesetzesentwürfen lagen manchmal bei wenigen Tagen. Und das ist für alle Verbände und für alle, die zur Stellungnahme aufgerufen sind, natürlich eine Zumutung. Aber kleine Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen, die in der Regel wesentlich auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind, haben unter diesen Bedingungen kaum eine Chance, ihre Expertise ernsthaft einzubringen. Wie gravierend das sein kann,
sehen wir gerade im aktuellen Drama um die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Gesetzgebung zur sogenannten Triage. Für den Fall also, dass zum Beispiel pandemiebedingt die überlebensnotwendigen intensivmedizinischen Ressourcen nicht mehr für alle ausreichen und entschieden werden muss, und ich bitte um Aufmerksamkeit, wer überleben darf und wer sterben muss. Und ich glaube nicht, dass irgendein Minister oder irgendeine Ministerin dieses Kabinetts ernsthaft auf die Idee gekommen wäre, eine Ex-Post-Triage, das heißt, jederzeit könnte jemandem der Stecker gezogen werden, wenn ein anderer kommt, dessen Überlebenswahrscheinlichkeit besser eingeschätzt wird. Totschlag per Gesetz, könnte man sagen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Erwägung ernsthaft angestellt hätte, wenn man die Beschwerdeführerin und ihre Selbstvertretungen von Anfang an in einen ernsthaften Beteiligungsprozess mit einbezogen hätte. Stattdessen hat man diese gesellschaftlich so unglaublich relevante Debatte von Anfang an gesundheitspolitisch verengt und sie wesentlich von denjenigen steuern lassen, die die Verfassungsbeschwerde ursprünglich verursacht haben, privaten medizinischen Fachgesellschaften nämlich. Sie erahnen, wir finden das Anliegen der Fraktion Die Linke absolut richtig. Ihre Forderungen sind aber im Wesentlichen im Koalitionsvertrag verankert und wir hoffen, dass wir zusammen an einer wirklichen Partizipation behinderter Menschen in Gesetzgebungsverfahren und darüber hinaus arbeiten werden. Und jetzt zum Antrag der Union. Ich halte echt gar nichts davon, irgendwie darüber zu lamentieren, ob Sie in 16 Jahren Regierungszeit nicht ausreichend Zeit gehabt hätten, all das umzusetzen, was Sie heute und auch beim letzten Mal an guten Dingen vorgelegt haben. Und darauf kommt es ja an, dass die Dinge, die in so einem Antrag stehen, gute Dinge sind. Denn wenn wir die inklusive Gesellschaft voranbringen wollen, und ich lese Ihren Antrag so, brauchen wir alle Kräfte in diesem Land. Denn es ist eine Mammutaufgabe, die wir vor uns haben. Und da können wir auch auf die Unionsfraktionen nicht verzichten. Deswegen herzlichen Dank, Hubert Hüppe und Herr Oellers und alle anderen für diesen Antrag. In den letzten Jahren jagt eine akute Krise die nächste. Die Klimakrise, die Pandemie, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wir werden diese großen Herausforderungen unserer Zeit auf Dauer nur dann meistern können, wenn wir alle Menschen mitnehmen und nicht zulassen, dass Gruppen gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und die Entwicklung eines inklusiven Arbeitsmarktes, auch und gerade angesichts des demografischen Wandels, ist dabei enorm bedeutsam. Denn es geht darum, unsere Arbeitswelt so zu gestalten, dass immer mehr älter werdende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesund bleiben. Wir können und wollen auf sie nicht verzichten. Deshalb ist es notwendig, das betriebliche Eingliederungsmanagement, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, verbindlicher zu regeln, Prävention, Rehabilitation und Teilhabeleistung viel stärker auf den Arbeitsmarkt auszurichten. Und es ist notwendig, die Schwerbehindertenvertretung als ganz wichtige Ressource in den Betrieben endlich zu stärken. Sie sehen, unser Thema reicht weit über den Antrag der Union hinaus. In der ersten Runde zu Ihrem Antrag habe ich ausgeführt, dass entgegen der gesetzlich bindenden Vorgaben der Behindertenrechtskonvention immer mehr Menschen auf Sonderwelten wie Werkstätten für behinderte Menschen verwiesen werden. Viele von Ihnen wünschen sich das nicht. Sie wünschen sich etwas anderes. Neulich irgendwo in Deutschland berichtete mir eine Mutter, zitiere, meine Tochter arbeitet bereits seit über 20 Jahren in einer Behindertenwerkstatt. Ich zwischenzeitlich auch aufgrund einer psychischen Erkrankung. Sie sagt, sie möchte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, aber sie weiß, sie kann es nicht. Und die nächste Rednerin, natürlich möchte ich außerhalb der Werkstatt arbeiten, aber bin ich denn einem Arbeitgeber zuzumuten? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das hören, ja, dass ein Mensch befürchtet, anderen Menschen nicht zuzumuten zu sein. Und ich möchte sagen, ich finde, das muss uns alle wütend machen. Und wir müssen dieser Person zurufen,
Du musst so nicht empfinden. Du hast ein Recht zu inklusiver Arbeit. Das muss dieses Parlament all diesen betroffenen Personen zumuten. Wir haben alle Möglichkeiten, Regelungen zu finden, nicht Maßnahmen von der Stange anzubieten, wegzukommen von der Ausschreiberitis hin zu Personenzentrierung und zu orientieren an den guten Beispielen der Inklusionsbetriebe, die es Land auf Land ab gibt, und es einfach zu machen. Das wäre die Aufgabe dieser Zeit, eine wichtige Aufgabe, einen inklusiven Arbeitsmarkt, eine inklusive Gesellschaft voranzutreiben. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion folgt der Abgeordnete René Springer. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gerne hätte Jürgen Pohl, unser behindertenpolitischer Sprecher, zu Ihnen gesprochen. Leider ist er kurzfristig erkrankt. Aber das Thema ist eben zu wichtig, als dass man diese Rede einfach zu Protokoll gibt. Und deswegen wird mir die Ehre zuteil, die wesentlichen Punkte und Positionen der AfD-Fraktion vorzutragen. Die Zahlen, es geht hier um die Inklusion von Behinderten in den Arbeitsmarkt, sind erschreckend. Seit Jahren ist ein wichtiges Thema, und ich finde, da können Sie ruhig ein bisschen Aufmerksamkeit zeigen. Dankeschön. Die Zahlen sind erschreckend. Seit Jahren finden Menschen mit Behinderung wesentlich schwieriger einen Arbeitsplatz als Menschen ohne Behinderung. Und wenn wir mal an die Lockdown-Politik erinnern, muss man sagen, dass das Problem dadurch auch noch verschärft wurde. Ich möchte erinnern, dass wir im ersten Lockdown-Jahr 2020 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung hatten um 10%. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik, und das ist ein katastrophales Ergebnis, und dafür sollte sich eigentlich auch mal jemand rechtfertigen. Das darf sich nicht wiederholen, und zugleich müssen wir natürlich zukünftig andere und bessere Anreize setzen, wenn es um die Integration von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt geht. Wir haben im vergangenen Jahr einen Vorschlag unterbreitet, das sogenannte Bonus-Malus-System, dass Unternehmen nicht nur abgestraft werden, wenn sie die Beschäftigtenquote nicht erfüllen, sondern dass Unternehmen belohnt werden, wenn sie die Quote übererfüllen, und zwar mit 250 Euro monatlich pro Beschäftigtem. Dieser Antrag wurde von Ihnen abgelehnt, was in gewisser Weise auch zeigt, wie ernst Ihnen dieses Thema ist. Offenbar nicht ernst genug. Jeder Mensch weiß doch, dass Unternehmen, Marktakteure genannt, besser auf Anreize reagieren als auf Strafen. Das zeigt ja im Grunde auch der begrenzte Erfolg bei der Ausgleichsabgabe, also der Strafteil dieses Unterfangs. Nur jedes vierte Unternehmen, das eigentlich verpflichtet wäre, Behinderte zu beschäftigen, tut das nicht. Das ist nicht gerade ein Erfolgsmodell. Meine Damen und Herren, Fakt ist, Arbeitslosigkeit belastet das Leben von Menschen schwer. Das Leben von Menschen mit Behinderung wird noch ungleich schwerer belastet. Obwohl es einen enormen Mitteleinsatz gibt, um Behinderte in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist Deutschland im europäischen Vergleich auf dem letzten Platz, was die Lücke angeht zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Armutszeugnis. Außerdem muss man festhalten, dass jeder sechste Mensch mit Behinderung in Deutschland über keinen Schulabschluss verfügt, jedenfalls in der Altersgruppe 25 bis 44 Jahren. Und das ist eben auch ein Grund, warum die Teilhabe am Arbeitsleben so hinter der Normalität zurückliegt, der Menschen, die keine Beschäftigung haben. Auch hier gibt es also einen grundlegenden Handlungsbedarf. Auch hier könnte man eigentlich mal eine Zeitenwende fordern, aber das Thema scheint Ihnen nicht wichtig genug zu sein. Generell muss umgedacht werden, das ist also eine gesamtgesellschaftliche, vor allem eine politisch wichtige Aufgabe, Menschen mit Behinderung stärker in den Fokus zu rücken. Wir als AfD-Fraktion werden uns weiterhin intensiv für eine Chancenverbesserung für Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt einsetzen und weiterhin auch sinnvolle Vorschläge unterbreiten, wie zum Beispiel eine Ausweitung des Budgets für Ausbildung und Arbeit sowie eine existenzsichernde Entlohnung für die Beschäftigten unterstützen. Und da kommen wir zu einem wichtigen Thema. Das sind nämlich Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten beschäftigt sind. Wir reden hier immer alle von Menschenwürde, Sie besonders gern und besonders viel. Aber wie kann es eigentlich sein, dass die Mehrzahl der Werkstattbeschäftigten mit dem, was sie verdienen, den eigenen Lebensunterhalt nicht bestreiten können? Da läuft ihre ständig wiederholte Floskel, die Würde des Menschen ist unantastbar, völlig ins Leere, und dafür sollten Sie sich auch schämen. Meine Damen und Herren, es gibt viel
noch zu sagen zu diesem Thema, aber die Redezeit ist mit 4 Minuten eng bemessen. Wir brauchen Verbesserungen beim Budget für Ausbildung, bei der Eingliederungshilfe. Wir müssen entbürokratisieren, um die Antragsverfahren und die Zugänge zu Zuschüssen für Arbeitgeber zu verbessern. Wir als AfD-Fraktion sagen ganz klar, junge Menschen, vor allem junge Menschen mit Behinderung, müssen gefördert werden. Wir brauchen sie als Fachkräfte von morgen. Auch das könnte ein Beitrag zur Fachkräftesicherung sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes folgt für die FDP-Fraktion der Kollege Jens Beek. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Springer, ich freue mich zunächst darüber, dass Sie auch für die AfD-Fraktion wenigstens in der 20. Wahlperiode betonen, dass es ein wichtiges Thema ist und dass Sie sogar in der Sache das eine oder andere Richtige gesagt haben. Aber wenn sich irgendeine Fraktion in diesem Hause für die Dinge schämen muss, die sie im Zusammenhang mit Inklusionspolitik schon veröffentlicht hat, dann ist das nur Ihre und keine andere dieser Fraktionen in diesem Hause. Und deswegen die Stelle hätte man sich tatsächlich vielleicht sparen können. Sie waren in der 19. Wahlperiode auch schon dabei. Sie wissen, wovon ich rede. Aber wir kommen zu den Anträgen der Linken und der Union, die Sie eingebracht haben, zu der zentralen Frage des inklusiven Arbeitsmarktes. Und auch da, und zur Partizipation, auch da sind wir dankbar, dass Sie das getan haben. Denn, also da muss man mal sagen, bei der ersten Einbringung hier haben es nahezu alle Reden zu diesem Tagesordnungspunkt ungewöhnlich genug in den YouTube-Channel Best of Bundestag gebracht. Wir waren alle ein bisschen erregt über die Frage, wo Sie Ihre Ideen eigentlich hernehmen und warum Sie in den letzten 16 Jahren nicht umgesetzt haben. Das haben wir jetzt aber hinter uns gelassen. Wir haben eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema gemacht, die im Übrigen immer wieder gut ist. Es war nicht die erste, aber auch sie hat wieder Erkenntnisse gebracht. Und wir nehmen noch einmal zur Kenntnis, dass im Rahmen der Corona-Pandemie die Fortschritte, die wir bis in die Jahre 2018, 19 noch hatten bei der Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt, die Teilhabebedarfe haben, noch mal einen deutlichen Rückschlag erlitten hat. Deswegen stellt sich die Frage, wie wir den inklusiven Arbeitsmarkt in Deutschland nach vorne bringen, heute noch einmal anders als zuvor. Wir haben nach der Corona-Pandemie aktuell eine weitere Krise, mit der wir uns heute den ganzen Tag hier befasst haben, auch in der nächsten Woche befassen werden. Auch da haben wir weitere Aufgaben, denn Geflüchtete aus der Ukraine kommen auch mit Teilhabebedarfen und Behinderungen in unser Land. Auch da ist noch nicht alles gelöst. Wir werden uns auch mit vielen traumatisierten Menschen beschäftigen müssen. Aber all diese Krisen ändern nichts daran, dass wir uns vorgenommen haben, in einer Fortschrittskoalition die Dinge anzugehen, die in den letzten Jahren liegen geblieben sind. Und das werden wir tun, umfassend, auch bei der Frage des inklusiven Arbeitsmarktes, und zwar das ganze Portfolio betrachten. Das fängt an beim betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement und der Begleitung durch das Hamburger Modell, möglichst mit einer Stärkung der schwerbehinderten Vertrauensleute in den Betrieben, damit die Menschen, die noch schon im Arbeitsleben stehend zu einer Behinderung kommen, im Betrieb verbleiben können. Da haben wir deutlich Luft nach oben. Das geht weiter bei der Frage der Inklusionsunternehmen im ersten Arbeitsmarkt. Wir haben uns darüber beim letzten Mal ausgetauscht. Sie schlagen vor, auf der europäischen Ebene etwas an einer Mehrwertsteuerrichtlinie zu bewegen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, wir wollen eine umsatzsteuerliche Privilegierung in Deutschland festschreiben. Das werden wir auch tun. Auf jeden Fall sind wir uns einig, dass wir die Inklusionsunternehmen deutlich stärken wollen, weil sie eine Brücke im ersten Arbeitsmarkt sind. Und wir gehen weiter auch über die Frage der Modernisierung der Werkstätten bis hin zu den, Herr Oellers, Sie kommen aus dem Wahlkreis Heinsberg, wo eine sehr innovative Werkstatt tätig ist, die ich gerade auch besuchen durfte, wo das Potenzial zu einer deutlich hochwertigeren Beschäftigung zu kommen noch lange nicht ausgereizt ist und wo wir vieles noch zu tun haben, um das zu ermöglichen. Auch das werden wir tun, weil wir allen, die nicht in der Werkstatt verbleiben wollen, ermöglichen möchten, auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Klammer auf, das darf dann sozialversicherungsrechtlich kein Nachteil sein, wie das heute zum Teil noch der Fall ist. Auch das müssen wir lösen. Aber ebenso wollen wir denjenigen, die in der Werkstatt sich wohlfühlen und dort verbleiben wollen, die Perspektive geben, dort erstens
nach ihren Qualifikationen tätig zu werden. Und die sind häufig höher als das, was heute passiert. Und wir wollen zweitens, auch das ist ein Päckchen, das wir gemeinsam aus der 19. Wahlperiode mitgenommen haben, das Werkstattentgelt so reformieren, dass es erstens nicht auf dem Mindestlohnniveau stehen bleiben muss und dass es zweitens so ist, dass ich von meiner Arbeit, der Vollzeittätigkeit in der Werkstatt leben kann. Auch das werden wir hoffentlich gemeinsam angehen. Das alles geht nur in gemeinsamer Bündelung unserer Kompetenzen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass die Inklusionspolitik auch in den letzten Wahlperioden diejenige war, wo es häufig Einigkeit in diesem Haus gegeben hat, begrüße ich ausdrücklich, Herr Kollege Oellers, Herr Kollege Hüppe, dass, und das glaube ich tatsächlich, wir konstruktiv an diesen Themen arbeiten können, dass wir mit dem ernst gemeinten Angebot, das in Ihrem Antrag sich verbirgt, wir den Fortschritts- und Zukunftsgedanken aus dem Koalitionsvertrag, aber offensichtlich auch von Ihnen gemeint, Wirklichkeit werden lassen in den nächsten Jahren. Und ich freue mich an dieser Stelle auf diese Zusammenarbeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch für die Punktlandung zeitlich. Ich weiß, das ist immer, wenn man über die Inhalte diskutiert, nicht das Wichtigste. Ich sage das aber an dieser Stelle, weil wir uns jetzt mit dem Ende des heutigen Sitzungstages deutlich im morgigen Tag befinden und erinnere noch mal an die Möglichkeiten, die es gibt, um dem Mitternacht wieder näher zu rücken. Das im Interesse aller Beschäftigten hier und auch der Kolleginnen und Kollegen. Natürlich. Herzlichen Dank dafür. Ich werde auch streng sein, deswegen, das kennen Sie schon. Sören Pellmann hat das Wort für die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag der Unionsfraktion hat mich tatsächlich überrascht, und ich würde ihn unter der Überschrift Selbstabrechnung oder Erkenntnisgewinn einordnen. Insbesondere sind in Ihrem Antrag gute Ideen für einen inklusiven Arbeitsmarkt enthalten. Aber wenn Sie rückblickend auf die 19., 18. und auch 17. Wahlperiode zurückschauen, werden Sie feststellen, da gab es schon ähnlich gute Vorschläge von unterschiedlichen Fraktionen hier aus dem Haus. Die jetzt vorgelegte Flickschusterei greift unserer Meinung nach deutlich zu kurz. Und insbesondere, warum erst jetzt diese Ideen kommen, die vor wenigen Monaten noch als sehr schlecht und nicht umsetzbar angesehen wurden. Genauso wenig glaubwürdig, liebe Ampelkoalition, ich bin ja sehr optimistisch, was Ihre Ankündigungen betrifft, ob der vielen Ankündigungen der ob, wollte, könnte und wir prüfen aus dem Koalitionsvertrag. Bisher ist da leider noch nicht so viel angekommen, und jetzt müssen Sie endlich mal liefern. Ein Beispiel will ich nennen. Am Samstag der durchgestochene, Corinna Rüffer hat es angesprochen, der durchgestochene Gesetzentwurf des Gesundheitsministers zur Triage. Plötzlich wurde das Wegnehmen von Behandlungsinstrumenten als Posttriage ins Wort gehoben. Das sorgt insbesondere für massive Verunsicherung und für Ängste bei Menschen mit Behinderung. Hier wurde erneut unser aller Vertrauen in die Politik bewusst zerstört. Die dort vorgeschlagene Lösung ist für uns als Linke völlig inakzeptabel. Dabei dachte ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Ampel aus ihrem Beteiligungsdesaster zur Triage gelernt hat. Zum ersten internen Arbeitsgespräch des Ministeriums wurden aber nicht mal alle klägerseitig eingeladen. Ähnlich lief es auch bei der Anhörung im Gesundheitsausschuss. Weitere betroffenen Akteure wurden ebenfalls nicht beteiligt. So geht Teilhabe nicht. Wir haben, und das begrüße ich dazu, jetzt eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gebildet, in die ich viel Optimismus stecke. Aber daraus macht sich weder die Ampel oder die SPD mit ihrem Gesundheitsminister etwas. Partizipation von Menschen mit Behinderung spielt scheinbar doch nicht die Rolle, von der immer gesprochen wird. Alle von mir angefragten Verbände, Vereine haben mir bestätigt, dass sie zu dem jetzt in Rede stehenden Entwurf keine inhaltlichen Zuarbeiten oder Entwürfe gekriegt haben oder irgendwelche Anfragen auf Partizipation. Das ist der falsche Weg. Und, liebe Ampelkoalition, Sie werden damit auch Ihren Ankündigungen nicht gerecht. Denn im Ergebnis heißt das, Partizipation von Menschen mit Behinderung muss nach Auffassung der Linken endlich Rechtskraft bekommen. Die Vergangenheit offenbarte hier bereits weitere erhebliche Defizite. Corinna Rüffer hat sie angesprochen. Viel zu kurze Fristen, Texte nicht in leichter Sprache und wenig Beteiligung.
Mit dem heute hier vorgelegten Antrag der Linken zur vollen und wirksamen Partizipation könnten endlich notwendige und verbindliche Rahmen verliehen werden. Und liebe Ampelkoalition und insbesondere liebe Grüne und liebe FDP, wir haben in der letzten Wahlperiode etwas gemeinsam auf den Weg gebracht. Einiges davon steht in unserem Antrag. Haben Sie den Mut, stimmen Sie unserem Antrag heute zu. Das tut nicht weh. Danke. Die Kollegin Angelika Glöckner spricht für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir beraten heute zum zweiten Mal über Anträge der Union und der Fraktion Die Linken zu dem, wie ich finde, doch sehr wichtigen Thema Inklusion und Partizipation und Beteiligung von Menschen mit Behinderung. Ich erkenne an, dass Ihre Anträge in Teilen durchaus wichtige Impulse setzen, und es wurde auch viel gelobt, der Antrag von der Union. Ich will aber mal sagen, trifft der Antrag in seiner Gesamtheit doch wirklich die Erwartungen von Menschen mit Behinderungen? Ich habe viele Gespräche geführt mit Menschen von Behinderungen, und ich will auf vier Punkte eingehen, die mir immer wieder genannt wurden, die ich jetzt in dieser Debatte auch noch gar nicht gehört habe. Erstens, Menschen mit Behinderungen haben die Erwartung, dass sie selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden wohnen können. Für uns bedeutet das als Gesetzgeber Wohnraum schaffen ohne Barrieren. Das gilt für Neubauten genauso wie bei den Bestandssanierungen. Und ich bin daher sehr froh, und ich will es auch noch mal hervorheben, dass wir da in unserem Koalitionsvertrag wichtige Punkte vereinbart haben, um eben Deutschland, unser Land, barrierefrei zu gestalten, damit wir eben mit Blick auf Wohnen mehr Barrierefreiheit erreichen. Und auch als Vergleich zum beispielsweise dem Antrag der Union, kein Wort von barrierefreier Wohnmöglichkeit, nichts davon erwähnt. Der nächste Punkt. Zweitens, Menschen mit Behinderungen wollen auch mobil sein. Menschen mit Behinderungen wollen reisen. Wie ist es denn momentan? 24 Stunden vorher müssen Sie sich anmelden bei der Deutschen Bahn. Ehrlich gesagt, ich finde, das ist aus der Zeit gefallen. Und es wird Zeit, dass wir da mehr tun für Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Wir haben es im Koalitionsvertrag vorgesehen, im Antrag der Union nichts davon zu lesen. Drittens, Menschen mit Behinderungen, das wurde mehrfach erwähnt, wollen zu Recht eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt. Und ja, es ist eindeutig auch gute Löhne. Wir werden das Werkstattentgelt detailliert überarbeiten, und wir wollen keinen Flickwert, wie die Union das in ihrem Antrag vorgeschlagen hat. Und was wir auch tun, ich will das auch noch mal erwähnen, der Mindestlohn wird auch vielen Menschen mit Behinderungen nützen. Es geht ja an den Menschen mit Behinderungen nicht vorbei, dass wir ab Oktober den Mindestlohn anheben werden. Aber zu den Instrumenten, Budget für Arbeit, Budget für Ausbildung. Es ist eben auch sehr wichtig, dass wir diese Instrumente weiter ausbauen und weiterentwickeln. Sie haben es auch genannt, Herr Oellers, Betriebe sollen besser beraten werden. Das ist wichtig, dass Unternehmen die Beratung erhalten. Auch das haben wir in unserem Koalitionsvertrag vorgesehen. Vielen Dank dafür, dass Sie diese Punkte auch übernommen haben. Sie haben das BEM genannt, das habe ich auch ausgeführt. Es ist wichtig, dass die Menschen auch im Arbeitsprozess bleiben und uns als Fachkräfte nicht verloren gehen. Deswegen ist es absolut notwendig, und wir werden das tun, dass wir das BEM verbindlicher ausgestalten. Ich will aber auch noch was sagen, wovon Sie überhaupt nichts gesagt haben. Und es ist nun mal Faktum, dass es viele Betriebe gibt, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen, obwohl sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen müssen. Und ich will Ihnen mal was sagen. Kein Wort davon haben Sie in Ihrem Antrag. In der letzten Wahlperiode haben Sie sich verweigert, eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einzuführen. Sie haben einfach nicht den Mut, auch den Arbeitgebern, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, mal auf die Füße zu treten. Wir haben den Mut, und wir werden eine vierte Stufe bei der Ausgleichsabgabe einführen. Viertens will ich auch noch mal sagen, dass es total wichtig ist, dass Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen bei den Behörden, im Umgang mit den Behörden,
die Beratung und die Antragstellung es so einfach wie möglich gemacht bekommen, wie es eben nur geht. Ich weiß, bin persönlich auch betroffen durch meinen Vater, und ich weiß sehr genau, wovon ich da rede. Es ist einfach sehr, sehr wichtig. Und wir haben das ja auch eingeführt mit dem Bundesteilhabegesetz, dass wir sozusagen Leistungen gewähren wollen wie aus einer Hand. Und dass das Gesetz nicht nur auf Papier steht und es funktioniert, ist es sehr gut, dass wir das festgehalten haben im Koalitionsvertrag, dieses umfassende Regelwerk zu evaluieren. Denn nur so kann es vor Ort auch funktionieren. Und natürlich werden wir auch digitale Antragsverfahren auf den Weg bringen. Was Sie von Kolleginnen und Kollegen von den Linken gesagt haben, das ist auch alles richtig und wichtig. Aber insgesamt muss ich sagen, unser Koalitionsvertrag ist weiterführend, er ist ganzheitlich betrachtend, und deswegen werden wir Ihre Anträge ablehnen. Aber ich fordere Sie sehr gerne auf, schließen Sie sich unseren Vorhaben an. Vielen Dank. Der Kollege Hubert Hüppe hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mehr Menschen mit Behinderung müssen eine echte Chance auf einen Ausbildungsplatz haben und einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Und deswegen haben wir mehrere konkrete Vorschläge gemacht. Ich gebe zu, es ist nicht alles drin. Das wird ja auch von der SPD kritisiert. Wir hätten nicht alles drin. Die Grünen haben gesagt, er wäre zwar nicht perfekt, aber gut. Die FDP hat gar gesagt, das seien eigentlich ihre Forderungen. Trotzdem sagen sie nein. Sagen Sie doch einfach ja, wenn das so gut ist, oder ergänzen Sie es. Dann wären wir einen Schritt weiter in der Inklusion, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir haben jede Menge Vorschläge gemacht, insbesondere bei der beruflichen Bildung, weil es uns wichtig ist, dass gerade junge Menschen mit Behinderung eine Chance haben im ersten Arbeitsmarkt und dass sie nicht unbedingt in eine Sondereinrichtung müssen, weil wir eben erlebt haben, und das zeigen die Zahlen, sind sie einmal in der Sonderwelt, kommen sie aus dieser Sonderwelt so gut wie nie wieder raus. Und deswegen müssen wir da etwas tun, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich Ihnen auch ganz deutlich, das Budget für Ausbildung muss verbessert werden. Es kann nicht sein, dass wir in den ersten 17 Monaten oder 19 Monaten gerade mal 31 Budgetvereinbarungen haben. Und da kann man auch konkret was machen. Es muss zum Beispiel auch dann möglich sein, dass jemand ein Budget für Ausbildung bekommt, wenn der Mensch mit Behinderung keine Vollausbildung machen kann und keine Werkerausbildung, denn dann gehört er ja eigentlich auch gar nicht in die Werkstatt. Was soll ein Mensch, der eine Ausbildung machen, in der Werkstatt? Deswegen müssen wir auch Menschen eine Möglichkeit geben, die nicht in der Lage sind, eine Vollausbildung zu machen, damit sie hinterher auch einen Job im ersten Arbeitsmarkt bekommen. Und zweitens, die betreffende Person braucht die Zusage für das Budget bereits vor dem Ausbildungsvertrag, nicht hinterher. Denn welcher Unternehmer verlässt sich denn darauf, wenn er nicht weiß, ob denn tatsächlich hinterher das Budget genehmigt wird? Und das Dritte ist, mir wäre es am liebsten, dass wir den Eingangs- und Berufsbildungsbereich grundsätzlich als budgetfähig machen. Dann kann jeder Mensch mit Behinderung, jeder Jugendliche mit Behinderung selbst entscheiden, gehe ich auf den ersten Arbeitsmarkt, nehme ich dieses Geld mit und setze es entsprechend ein, oder gehe ich in die Sonderwelt. Und wenn ich gerade dabei bin, bei der beruflichen Bildung, wenn sich irgendwo, bis auf die Berufsbildungswerke, wenn sich irgendwo die Sachverständigen einig waren, war es da, dass eben die rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation ein Hindernis für die Betriebe ist und dass sie unsere Forderung richtig finden, wenn diese Zusatzqualifikation gestraft wird, kostenlos und freiwillig für die Betriebe ist. Liebe Freunde, wir wollen auch, oder meine Damen und Herren, aber das war eben alles so nett, deswegen habe ich liebe Freunde gesagt. Ein weiterer Schwerpunkt ist, dass wir tatsächlich den Reha-Auftrag, den haben nämlich die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, stärken wollen. Und deswegen möchten wir auch erreichen, dass der Übergang von der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt einfacher wird. Und dafür, meine Damen und Herren, brauchen wir andere Anreize. Es muss sich für eine Werkstatt lohnen,
wenn sie es schafft, einen Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Heute ist es noch so, dass es für sie wirtschaftlich eher schlechter ist, und deswegen müssen die Anreize anders gesetzt werden. Ich möchte übrigens, das macht mir Sorgen, noch eins sagen. Die Tagesförderplätze werden immer mehr. Das sind Plätze für Menschen mit sehr schweren Behinderungen, die dann nicht die Erlaubnis bekommen, in der Werkstatt zu arbeiten, und werden dann noch einmal ausgesondert. Und ich bin an dieser Stelle der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sehr dankbar, dass sie das einzige Land ist, wo diese Menschen das Recht haben, auch in einer Werkstatt zu arbeiten. Und ich bin sicher, dass Herr Laumann als Arbeitsminister das so weiterführen will. Das ist einfach so, meine Damen und Herren. Und jetzt noch ein letztes zur Ausgleichsabgabe. Wir wollen, dass das Geld, was am ersten Arbeitsmarkt gewonnen wird, weil Unternehmen nicht genug Menschen mit Behinderung beschäftigen, auch wieder für Menschen mit Behinderung nur im ersten Arbeitsmarkt ausgegeben wird. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, Herr Mehmet Ali, es ist Ihr Minister, Hubertus Heil, der den Ausgleichsfonds bearbeitet und der dafür verantwortlich ist. Nur das BMAS. Und es ist schon komisch, wenn Sie sagen, wir brauchen da mehr für inklusiven Arbeitsmarkt, aber derselbe Minister das Gutachten für das immerhin 700.000 Euro kostet für den Werkstattlohn oder für die Veränderung des Werkstattlohns, eben nicht aus Steuergeldern, sondern aus der Ausgleichsabgabe gezahlt wird. Das, meine Damen und Herren, ist nicht in Ordnung. Und deswegen arbeiten Sie mit. Wir unterstützen Sie, wenn Sie inklusive Vorschläge machen. Vielen Dank. Danke sehr. Die Freunde rüge ich nicht, die Freundin auch nicht, aber die Zeit muss ich trotzdem beachten. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 1167. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 1013 mit dem Titel Potenziale nutzen, inklusive Arbeitswelt stärken. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Vielen Dank. Wer enthält sich? Herzlichen Dank. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Zugestimmt haben SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Dagegen war die CDU-CSU. Enthalten haben sich AfD und Linke. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1115 mit dem Titel Volle und wirksame Partizipation von Menschen mit Behinderungen und deren Organisationen garantieren. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltungen? Herzlichen Dank. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Bei Zustimmung durch SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und CDU/CSU. Dagegen war die Fraktion Die Linke. Die AfD hat sich enthalten. Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt Nummer 16, zweite und dritte Beratung des von den